Okay, du hast bereits einige Essens-Challenges von uns gesehen, aber keine kann mit diesem magenumdrehenden Wettbewerb mithalten. Nun, Emily und Olivia werden ihre Vorlieben in der Herausforderung Fruchtgummigerichte versus echte Gerichte auf die Probe stellen. Mein Magen knurrt und das bedeutet nur eins: Zeit zum Essen. Aber was zur Hölle soll ich machen? Hey, ist das die Speisekarte für den neuen Laden an der Ecke? Wow, schau dir all die Gummibären an. Okay, das ist entschieden. Wir bestellen heute Abend. Hallo? Hallo, ich würde gern was bestellen. Wir beginnen mit einem Salat, extra Dressing. Oh, und Kapern. Kein Sandwich, lass uns die Gummibären nehmen. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Und zwei Burger? Kein Fleisch, extra Gurken. Okay, ich bin im Handumdrehen fertig. Und leg noch einen dazu, aber ohne Fleisch. Kannst du die Schokolade streichen? Hallo? Hallo? Ja, ich habe gesagt, ich bin im Nu hier, oder? Und ich habe eine Sonderbestellung für euch hungrige, wählerische Esser draus gemacht. Wow, das nennt man Fast Food. Okay, Ladies, es ist Zeit, unser erstes Gericht zu probieren. Sollen wir sie gleichzeitig aufdecken? Auf geht's. Und es ist Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, Spiegeleier, mein Favorit. Hallo, Herr flüssiges Eigelb. Oh, ich habe sie vermisst. Oh, ich möchte was von dieser flüssigen Köstlichkeit. Aber meins ist hart, wie Gummi. Komm schon, geh auf. Ja, sieht so aus, als hätte Emily hier den Kürzeren gezogen. Oh, guck mal. Oh, und es ist so lecker warm. Ach, arme Emily. Sie lernt auf die harte Weise, dass Gummieier den echten nicht das Wasser reichen können. Ja, sieht so aus, als würde das Gleiche für den Speck gelten. Hm, das ist köstlich und genau auf den Punkt. Und so verputzt Olivia den ganzen Teller. Ich möchte nur einen Bissen, verdammt nochmal. Du hast ein bisschen Ei am Kinn. Ah, ja? Keine Sorge. So besser? Mhm. Zeit fürs nächste Gericht. Das Frühstück ist vorbei und wir machen weiter. Wer zuerst? Eine Runde Enemene Miste sollte das Problem lösen. Sieht so aus, als hätte Emily gewonnen. Ach, ein riesiger Gummiwurm. Das Ding lebt doch nicht, oder? Jo Mann, der Wurm könnte eine ganze Mahlzeit ersetzen. Muss ich das ganze Ding essen? Oh, ist der matschig. Jo, da kriegt man ja Angstzustände vom Hinsehen. Ich glaube, es ist Zeit zu gucken, was es bei dir gibt. Nee, ich will nicht. Na gut, dann mache ich das für dich. Oh, ich kann nicht hinsehen. Warte, sind das echte Würmer? Ich glaube, das sind tatsächlich Nudeln mit dunkler Soße. Was auch immer es ist, es sieht nicht so besonders appetitlich aus. Na, Ladies, worauf wartet ihr noch? Haut rein! Oh, du machst es wirklich, oder? Niemand sagt, dass du dich damit vollstopfen musst. Ja, wenn ich meine Augen schließe, kann ich mir vorstellen, es wären leckere Spaghetti. Oh, da kann man ja nicht zuschauen, ohne dass einem übel wird. Und plötzlich sieht dieser riesige Gummiwurm gar nicht mehr so übel aus. Ah, wird schon schief gehen. Das sieht irgendwie gut aus. Könnt ihr auch ein bisschen haben? Halte deine schmutzigen kleinen Finger von mir fern, okay? Sehr witzig, Emily. Ach, wer zusammen schlängelt, gewinnt zusammen. Ja, das ist ziemlich lecker. Achtung, wir haben eine weitere Runde fragwürdiger Gerichte vor uns. Okay, meinst du, wir können diesmal tauschen? Ah, wird schon schief gehen. Oh, das ist mein Lieblings-Emoji als Bonbon. Oh, ich glaube, das ist Rootbeer-Geschmack. Ah, hallo, ich sehe aus wie AA, aber ich schmecke nicht so. Sehr witzig, Emily. Aber irgendwas sagt mir, welches Gericht auch immer auf Olivia wartet, ist alles andere als witzig. Oh nee, das sieht ja noch ekliger aus, als ich dachte. Weißt du, es riecht tatsächlich okay. Fast wie Erdnüsse. Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Es sieht so echt aus. Oh Mann, das wird bestimmt schwer runterzubekommen. Da, nimm einen Löffel. Das macht's einfacher. Nee, Emily, bitte zwing mich nicht dazu. Bitte.
Oh Mann, erinnere mich dran, nie wieder eine Challenge mit dir zu machen. Das ist ein ziemlich großer Löffel. Naja, es riecht nach Erdnussbutter. Und glaubst du oder nicht, es schmeckt auch so. Und nach einer überraschenden Wendung sieht es so aus, als könnte Olivia diese Runde tatsächlich gewinnen. Sie nimmt sogar noch einen Bissen. Und warum nicht noch einen gleich hinterher? Jeder weiß, dass Erdnussbutter auf frischem Brot viel besser schmeckt, oder? Olivia, du willst das aber nicht alles alleine aufessen, oder? Ladies und Gentlemen, Sie werden gleich Zeuge eines wahrhaft spektakulären Ereignisses. Guten Appetit! Ja, das Blatt hat sich eindeutig gewendet. Und was ist mit der armen Emily? Vielleicht kann ich mit diesem Kerl eine Kleinigkeit abhaben. Ja, das ist schon eher meins. Na, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Emily hat einen doppelten Kackhaufen genossen. Ja, das war mit Sicherheit eine Gewinnerkombination. Bloß zwei Mädels und ihre eklige, widerliche Fake-Kacke. Okay, hier kommt die nächste Runde der Gerichte. Stein, Papier, Schere. Ha, Stein gewinnt. Augen? Du veräppelst mich ja wohl. Ich dachte, Halloween wäre endlich vorbei. Hey, meinst du, deine Augen sind genauso watschig wie diese bösen Jungs hier? Ich habe mich immer gefragt, wie ich wohl mit grünen Augen aussehen würde. Okay, okay, gib mir das Ding. Ich frage mich, woraus das gemacht ist. Das schmeckt wie ein süßer Schatz. Okay, ich mach meins auf. Diese Augen sehen nicht so süß aus wie die von Emily. Aber sind auf jeden Fall genauso matschig. Bilde ich mir das ein oder riecht das Ding nach Käse? Hey, und das ist eine Olive. Lecker. Ich frage mich, ob echte Augen auch so salzig sind. Ich sehe dich und ich bin begeistert. Die rote Soße ist auch ziemlich gut. Und wer liebt nicht einen großen Bissen Mozzarella? Emily, warum probierst du nicht deine Augäpfel? Die weißen sind mit Kokosgeschmack und einer Kirschfüllung. Okay, das war's. Rein damit. Macht euch bereit für eine weitere Runde der Fruchtgummi-Challenge. Hey, riechst du auch was Komisches? Ah, das ist definitiv mein Gericht. Was zum Teufel steckt denn unter diesem Ding? Ich komme nur nicht drauf, wonach das riecht. Ich glaube, der Geruch hat einige meiner Nasenhaare verbrannt. Ich wette, meins riecht besser. Ah, Gummifisch und Chips. Damit kann ich definitiv was anfangen. Na, diese Fruchtgummis sind nichts gegen Emilys stinkendes Fischgericht. Oh, wie lange das Ding da wohl schon liegt? Oh, und wo sind denn die Augen? Okay, wenn ich hier ein entsetztes Gesicht gesehen habe, dann dieses. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Oh, warum hältst du das Ding denn hoch? Der Gestank zieht hier rüber. Nee, das wird nichts. Das kann ich unmöglich essen. Nimm's zurück. Ich will's nicht. Gut, wie du willst. Ich genieße meins. Hey, wie kommt denn die Eule hier rein? Hä? Schnell, schnapp dir den Gummifisch. Hey, wo ist denn mein Essen hingeschwommen? Emily? Na, irgendwelche Vermutungen, was es in der nächsten Runde gibt? 1, 2, 3. Boom. Ja, ein heißer, saftiger Burger mit doppelt Fleisch und extra Brot. Und ein Gummiburger mit, naja, reichlich Zucker. Sieht beinahe aus wie der echte, oder? Ja, sieht so aus, als wäre ein Tausch möglich. Denkst du, was ich denke? Oh ja. Lass uns die Goldstücke tauschen, ja? Sieht so aus, als würde Olivia die salzigen, herzhaften Gerichte vorziehen. Oh, das ist gut. Und Emily ist ein echtes Schleckermäulchen. Ja, du musst ziemlich hart zubeißen, um diese Gummiköstlichkeit verschlingen zu können. Naja, jetzt sind alle glücklich. Okay, Leute, wir haben noch eine Runde für euch. Bist du bereit, Emily? Ja. Ja. 1, 2, 3. Jackpot. Gummisushi in Hülle und Fülle. Oh, denk nur an den Zuckerschub, den dir dieser Teller bringen wird. Meine Zunge kribbelt schon. Ich habe das einzig wahre. Sashimi, Thunfisch, Tempura. Oh Mann, diesmal haben wir gewonnen, mein Freund. Aber zuerst muss ich ein bisschen mit diesen Stäbchen spielen. Naja, eins ist sicher. Olivia liebt ihr Fruchtgummi. Aber Essstäbchen ist nicht wirklich ihr Ding. Wie um alles in der Welt hält man diese Dinge überhaupt? Emily, weißt du, wie das geht? Wow, schau mal, wie Emily das macht. Bei ihr sieht's ja perfekt aus. Und so funktioniert's.
Vielleicht, wenn ich einfach reinsteche. Stirb, Fisch, stirb! Ja, das hat geklappt. Yum! Mann, ist das Sushi frisch. Ich könnte 50 davon essen. Naja, zumindest kann ich sie für was benutzen, oder? Okay, Fruchtgummis, kommt zur Mama. Okay, Feinschmecker, jetzt kommt aber wirklich die letzte Runde. Ich bekomme keinen Bissen mehr runter. Hier, nimm das. Gut, ich schluck sie einfach runter. Na, gut, sieht so aus, als wäre meine Arbeit hier erledigt. Fast. Und vergesst nicht mein Trinkgeld. Wow, das ist ja fast so viel wie meine Miete. Hier, mach du das. Hä, das kann ich mir nicht leisten. Schuldest du mir nicht noch was vom letzten Abendessen? Nö, hab ich dir gegeben, erinnerst du dich nicht? Mädels, ihr könnt die Rechnung hin und her schieben wie ein Tennisball, aber irgendjemand muss das bezahlen. Mann, das kann ja ewig so weitergehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Na, hat diese Challenge deinen Appetit geweckt? Dann lass dir noch die Outtakes munden. Teile dieses witzige Video doch mit deinen Freunden und vergiss nicht, den 1-2-3-Go-Challenge-YouTube-Kanal zu abonnieren, um noch mehr großartige Videos zu sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!